Afghanistan. Nach drei Jahrzehnten Krieg kämpft die Bevölkerung mit vielen Problemen. Die Johanniter sind gemeinsam mit lokalen Partnern im Land aktiv und unterstützen die Menschen auf ihrem Weg in eine friedliche, sichere Zukunft. Der Winter in Afghanistan kann tödlich sein. Die Temperaturen fallen in vielen Gebieten weit unter 0 Grad. Besonders diese Menschen brauchen dann Hilfe. Sie sind aus den umliegenden Gebieten in die Hauptstadt Kabul gekommen, geflohen vor Gewalt und Kämpfen oder in der Hoffnung, hier Arbeit zu finden. Viele von ihnen leben in notdürftig errichteten, unbeheizten Hütten oder Zelten. Es fehlt an Brennholz, Nahrung und warmer Kleidung. Die Johanniter leisten Hilfe vor Ort. Sie verteilen Decken, Kleidung für Kinder, Holz und Nahrungsmittel. In sogenannten mobilen Kliniken behandeln Ärzte und Krankenschwestern Patienten und versorgen sie mit Medikamenten. Die Bevölkerung nimmt die Hilfe dankbar an. Ansporn genug, auch weiterhin in Afghanistan aktiv zu sein. Meiner Meinung nach müssen wir den Menschen zeigen, dass wir nach wie vor für sie da sind. Und auch nur langfristige Hilfe wird sicherstellen, dass die Gesellschaft so stabilisiert ist, dass sie in Zukunft in Frieden leben kann. Und wir als Johanniter können dazu beitragen, dass sie sich besserer Gesundheit erfreuen und dadurch auch anderen Angeboten durch andere Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Bildungsangeboten nachkommen können.